literarische Quartett kommt diesmal aus dem hohen Norden, aus Eckernförde. Es nehmen teil, wie üblich, Sigrid Löffler, Profil Wien, und Helmut Karasek, der Spiegel Hamburg. Unser Gast ist Peter Demetz. Peter Demetz kommt aus Prag, lebt aber seit vielen Jahrzehnten, könnte man sagen, in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Er war viele Jahre Chef des German Department oder Department für vergleichende Literatur an der Yale University. Er hat mehrere wichtige Bücher geschrieben und ist wahrscheinlich einer der besten Germanisten heutzutage auf diesem Erdball. Von seinen Büchern vor allem bekannt Magere, fette Jahre über zeitgenössische deutsche Literatur. Ein Buch von ihm, das ich ganz besonders schätze, das gar nicht so bekannt wurde, ist Theodor Fontane gewidmet. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tja, heute. Wir alle wissen, dass Max Frisch unlängst gestorben ist. Aber man ehrt einen Schriftsteller am besten, indem man ihn nicht rühmt, sondern ernst nimmt. Das heißt, sein Werk diskutiert. Und deswegen wollen wir heute mit einem wichtigen Roman von Max Frisch beginnen, mit dem Roman Homo Faber. Nicht zuletzt deshalb, weil es jetzt seit einigen Wochen oder Monaten einen Film Homo Faber gibt, der manche Leute wohl veranlasst hat, den Roman zu lesen oder wiederzulesen. Homo Faber wurde 1957 geschrieben und spielt 1957. Der Roman beginnt in den Vereinigten Staaten, wo ein Schweizer Ingenieur, eben Walter Faber, kurz tätig war. Und er ist ein Mann, der überzeugt ist, dass das Leben mit einer Gleichung, einer Art Gleichung ist, die sich lösen lässt. Er fährt von Amerika nach, fährt mit dem Schiff nach Athen. Auf dem Schiff lernt er ein Mädchen kennen, das ihn sehr stark interessiert. In Frankreich sieht das Leben nicht mehr wie eine Gleichung aus, denn da beginnt er zu lieben, eben jenes Mädchen. In Italien hat die Liebe tragische Akzente, denn er begreift und sieht, dass das Mädchen seine 20-jährige Tochter ist, er selber 50 Jahre alt. In Griechenland schlägt das Schicksal zu mit der ganzen Grausamkeit, wie wir sie aus Tragödien, den griechischen, kennen. Dieser Roman gehört zu den populärsten, bekanntesten deutschen Romanen der Epoche 50er, 60er Jahre. Und die Frage ist, die wir stellen wollen, was hat uns der Roman heute zu sagen, was taugt er? Also ich weiß nicht, was er taugt, aber wenn man ihn jetzt wieder liest, hat man eine ähnliche Erfahrung, wie wenn man ein Gebäude, eine Architektur der 50er Jahre wieder besucht. Es ist unabweisbar ein Zeitroman von damals. Er ist ein Zeitroman, dessen Erfolg darauf beruhte, dass er den Deutschen, die von der Welt abgeschnitten war, erstmal die Welt wieder zeigte. Flugplätze, Mexiko, Lateinamerika, Europa, eine Bildungsreise. Er ist ein Zeitroman, weil er die Deutschen mit ihrer Vergangenheit konfrontierte, und zwar aus dem schlechten Gewissen eines Schweizer Zeitgenossen erzählt, der damals eine jüdische Frau liebte und eigentlich zu bequem war und zu feige, sie wirklich zu lieben, und der dafür eine Rechnung bezahlen muss. Es ist ein Zeitroman, weil er dem damaligen Technikoptimismus entgegengeschrieben ist und einen Menschen zeigt, das ist etwas, das wirkt heute, ich sage das etwas hochmütig, etwas platt, dieser Gegensatz zwischen Zufall und Technik, zwischen wuchernder Natur und berechnendem Konstrukt. Aber das war damals ein großes Thema, ein großer Wurf. Und der Zufall ist gleichzeitig die Nemesis. Der Zufall ist das, was zuschlägt und die Sünden bestraft. Es gibt nämlich eine Sünde der Schuld, die er an der Mutter begangen hat, und die Blutschande, das heißt der Inzest mit der Tochter, ist sozusagen die bezahlte Rechnung. Der Roman endet für die wichtigen, für die entscheidenden Beteiligten tödlich. Was heute etwas verblüfft und verstört,
ist die kahle Sprache, die sehr an Hemingway sich zu orientieren sucht. Es sind so Dialoge einer großen Lakonik, die aber heute etwas aufgesetzt und konstruiert wirken. Was heute noch mehr verblüfft, ist eine gewisse männliche Überheblichkeit. Das Buch hat ein Macho-Bild, das frisch nicht gut zu Gesicht steht und der Zeit damals noch schlechter. Aber in dieser Maskierung zeigt sich heute ein sehr seltsamer Effekt, nämlich, dass die Zeit sich zu maskieren suchte und zu verstecken suchte. Und das Interessanteste ist heute, durch dieses Zeitgewand hindurchzublicken. Also mit anderen Worten, 1991 ist das ein enttäuschender Roman. Ja, beinahe. Ja, beinahe. Sie sind einverstanden. Nicht ganz. Ich glaube, man muss einen Unterschied machen zwischen dem Hauptcharakter, zwischen Walter Faber und dem Erzähler. Und ich stimme zu einem gewissen Grad mit Ihnen überein. Ich würde sagen, der Charakter langweilt mich. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass diesem langweiligen Charakter der ganze Roman anvertraut ist und dass er dort lebendig wird, wo der Erzähler sich gezwungen fühlt, gegen diesen Langweiler zu argumentieren. Denn wie Sie sagen, das Technologische, der Optimismus, mir scheint das zu Zeiten bis zur Allegorie getrieben. Mhm. Hier das Männliche, das Technologische, das Berechnende, dort das Feminine, das Chtonische, das Archaische. Dahinter steckt doch ein entsetzlich romantisches Klischee. Und dass gerade dieser Erzähler, der eigentlich nichts kennt als seine Filmkamera, seinen Rasierapparat, mir das Ganze erzählt, er verstellt mir auch den Blick auf die Frauen zum Beispiel. Alles, was ich sehe, in allem, was ich sehe, bin ich von ihm abhängig. Ich glaube gerade, mich interessieren die Partien des Romans, die gegen diesen Langweiler geschrieben sind. Das heißt, das Wuchern des Urwalds, ja, die Zufälle, die Tragödie. Aber ich glaube, dass sich Frisch durch die Wahl dieses Hauptcharakters eine schwere Bürde selbst geschaffen hat. Er sagt, Sonnenuntergänge langweilen mich, und so sind sie dann auch geschildert. Naja, könnte es nicht sein, dass der Abstand der 30 Jahre auch daran bemerkbar ist, wie mit dem Mythos umgegangen wird? Inzwischen gibt es Autoren wie Boto Strauß, die geradezu davon leben, dass sie den Mythos auf eine unglaublich raffinierte Weise in sozusagen banale, fast triviale Alltagsgeschichten, Alltagssituationen einbauen. Ich gebe Ihnen gern zu, diesen Eindruck hatte ich beim Wiederlesen nach 30 Jahren auch, dass das auf eine etwas platte Weise konstruiert ist und auch auf eine platte Weise gegeneinander gestellt ist, der Antagonismus zwischen Technik und Mythos. Andererseits, vielleicht zur Entschuldigung, wenn das denn der Max Frisch notwendig hat, dass ich ihn entschuldige, aber vielleicht zur Erklärung könnte man sagen, er hat sich die Latte aber auch sehr hoch gelegt. Unter allen Autoren, die sich modernerweise nochmal mit Mythen auseinandersetzen, hat sich wohlweislich keiner an den Ödipus herangewagt. Und in dem Fall ist es natürlich ein Inzest mit der Tochter, nicht mit der Mutter. Aber die Ödipus-Parallelen sind ja geradezu auf eine aufdringliche und penetrante Weise da. Gegen Ende, wenn ich Sie nur erinnern darf, sagte doch einmal, ich hätte nie gelebt, möchte mir am liebsten mit einer Gabel die Augen ausstechen. Dann ist dieses Bild mit den schwarzen Brillen, die übrigens auch im Film dann sehr deutlich wird, immer wieder wird gesagt, er braucht eigentlich jemand, der ihn führt, er fühlt sich wie ein Blinder. Worauf ich hinaus will, ist, den Ödipus Mythos in eine heutige Geschichte einbauen zu wollen, verlangt sehr viel Mut, und da ist eigentlich das Scheitern schon angelegt. Naja, ich will auch mit einem Vorbehalt beginnen. Ich habe einen anderen, aber der betrifft auch die Figur des Walter Faber. An sich ist doch der Roman geschrieben, um die Weltanschauung des Walter Faber zu widerlegen. Um seine Vorstellung, es lässt sich alles errechnen, messen, es lässt sich eben nicht errechnen, das Leben ist voll Überraschung, es ist nicht nur das, was sich Herr Faber vorstellt. Im Grunde ist dieser Faber eine Art Pappkamerad.
Denn man fragt sich, braucht man einen ganzen Roman, um eine so primitive, aus einem technischen Fortschritt angeblich abgeleitete Weltanschauung zu widerlegen? Die ist doch gleich von vornherein widerlegt. Die Figur ist eigentlich zu primitiv, die Widerlegung gar nicht nötig. Nur, das ist der weltanschauliche Teil des Romans und er mag, wie wir alle etwa einig sind, schon verblasst sein. Nur, ich habe den Roman gestern, vorgestern noch mal gelesen. Ich weiß nicht genau, ob zum dritten oder zum vierten Mal. Und ich bin ganz anderer Ansicht als die Redner hier. Ich bin verblüfft, wie gut der Roman ist. Trotz der primitiven Weltanschauung des Walter Faber, trotz der aufdringlichen mythologischen Analogien und Akzente, ohne Frage, das ist ein berechtigter Einwand. Ich lese den Roman anders und der interessiert mich sehr. Er hat mich überhaupt nicht gelangweilt und das ist bei mir ein ungewöhnlicher Fall. Ich finde die meisten heutigen Romane furchtbar langweilig. Der ist nur gar nicht langweilig und der ist sprachlich hochinteressant. Das ist doch nicht die Sprache von Max Frisch, die wir da lesen, sondern die vom Faber. Eine Sprache, die von ihm, Frisch, karikiert und parodiert wird. Frisch würde doch nie immer wieder sagen, ich bin nun einmal ein nüchterner Mensch. Ich bin nun einmal einer, der mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. Was interessiert mich an diesem Roman? Mich interessiert die Geschichte einer Liebe eines 50-jährigen Mannes zu einem 20-jährigen Mädchen. Und ich lese den Roman heute und bin verblüfft, wie fabelhaft diese Geschichte geschrieben wird. Wie er das zeigt, wie das Interesse erwacht bei diesem Faber auf dem Schiff, wie er sich immer mehr für dieses Mädchen interessiert, wie er sich in Frankreich in das Mädchen verliebt und wie dann diese Liebesgeschichte sich in Italien entwickelt, das ist grandios geschrieben. Das ist zunächst einmal eine fabelhafte Sache. Und ich lese den Roman ganz anders als ihr, frei von allen Weltanschauungen, als eine Art Vorform des Romans Montau. Das ist die Liebesgeschichte, die in Montauk erzählt wird zwischen Max Frisch, so heißt ja der Ich-Erzähler des Romans Montauk, und dem amerikanischen Mädchen Lynn, zum ersten Mal erzählt. Jetzt werden Sie sagen, Herr Karasek, ich sehe das an Ihren Augen schon, aber der Frisch ist nicht der Vater der Lynn im Montauk. Hier ist aber er der Vater, der Faber, der Vater des Mädchens. Das wollte ich nicht sagen. Nein, aber das Augen. Könnte nur meine sagen. Augen wollten das. Ja, also, sicher, es ist eine Vater-Tochter-Inzestgeschichte. Nur, während dieser ganzen Liebesgeschichte, bis sie in Italien sind, weiß es der Faber nicht. Der Leser weiß es, weil es im Bericht gleich von vornherein gesagt. Und ich finde, das ist zunächst einmal eine ganz fabelhafte, grandios geschriebene, in allen Details, grandios geschriebene Geschichte der Liebe zwischen zwei Menschen, wobei Vater und Tochter gar nicht so wichtig sind. Kann ich lesen, ohne das zu wissen. Darf ich kurz widersprechen? Ja, Augenblick mal. Ohne das zu wissen, kurz. Sehe ich den Repräsentanten zweier völlig verschiedener Generationen. Er 50, sie 20. Und er, der 50-Jährige, ist sich dieses Generationsunterschiedes bewusst und sagt immer wieder, Gott, ist das ein merkwürdiges Mädchen, wie die auf alles ganz anders reagiert als ich und so weiter. Das ist zunächst einmal hervorragend und das ist überhaupt nicht überlebt, ist gar nicht langweilig und auch nicht primitiv. Sie wollten ich wollte widersprechen. Ich wollte ja, einmal, ich dann auch widersprechen, einmal ja. aus der Perspektive widersprechen. Es ist ein Kunstfehler in dem Buch, dass der Leser vorher, Sie haben es eben geschildert, dass der Leser vorher schon weiß, dass es der Vater ist und dass es er auch als Erzähler zu erkennen gibt, dass er immer wieder wechselt. Er erinnert sich und erzählt dann, wie ich mich damals verliebte. Jetzt zu dieser wunderbaren Liebesgeschichte. Ich halte sie für den weitaus schwächsten Teil des Buchs. Sie ist trostlos schwach, weil das Mädchen ist ein Abziehbild, eine Projektion eines Mannes mit diesem Pferdeschwanz, mit der Jeans, die damals noch, wie heißt Duffelcoat. Das? Duffelcoat. Cowboyhose. Cowboyhose. Es ist eine Modepuppe der 50er Jahre. Es ist eine Projektion. Wenn ich nicht wüsste, dass Frisch damals schon Frauen gekannt hatte, würde ich denken, er hatte sich sie nur aus dem Schaufenster als Puppe besorgt. Also ich finde dies einen schwachen Teil, weil Sie Montauk erwähnen. Ich wollte sagen, man tut Frisch sowieso Unrecht,
wenn man jetzt auf sein Frühwerk zurückgeht, denn ich denke, dass die späten Werke, wo er mit seinem eigenen Tod und mit dem Tod und mit dem Alter wirklich konfrontiert war, der Mensch beginnt im Holozän, die Tagebücher, die Fantasien über das Totenreich, dass er da zu einem Autor wurde, der einem wirklich den Atem nimmt, weil er ohne falsche Maskierung, ohne Koketterien sich wirklich einem Thema aussetzt und stellt. Ich denke, ich kann das zum Schluss sagen, der Homo Faber ist gerade in der Liebesgeschichte ein blasses Konstrukt. Aber was ist denn nun eigentlich das Thema dieser Geschichte? Ich glaube, das Thema ist doch eigentlich der Umgang mit Geschichte. Wenn mich etwas an diesem Walter Faber, Homo Faber, interessiert, dann ist es, dass er ein total unhistorischer Mensch ist. Ein Mensch, der Geschichte verleugnet und auch seine eigene Geschichte. Und gezeigt wird, wie dieser Mensch von seiner Geschichte eingeholt wird. Und die Geschichte sind seine Geschichten mit Frauen. Mit seiner verlassenen Geliebten und mit seiner Tochter, von der er nichts wusste. Die Schwäche des Films, des Buchs scheint wirklich zu sein, dass die Frauen eigentlich zu wenig vorkommen. Die ganze vermurkste Liebesgeschichte mit seiner Freundin, dem jüdischen Mädchen in der Schweiz, wird mir eigentlich nie klar gemacht. Ich hätte wirklich gerne mehr gewusst über die Motive dieses Mädchens, die schwanger war, der von Homo Faber auch die Ehe angetragen wurde, mit dem Hinweis, ja, wenn du dein Kind haben willst, dann könnten wir auch heiraten. Ach. Und die daran Anstoß nimmt und sagt, du sagst dein Kind, wenn du nicht sagst unser Kind, ja, heirate ich dich nicht. Das scheint mir nun vollkommen unrealistisch zu sein. Zunächst einmal hat also, das Mädchen pardon, kapiert. Ich glaube, dass ich hätte gerne mehr von dem Standpunkt des Mädchens im Jahr 37 in der Schweiz gewusst. Mhm. Schwanger von einem Schweizer, bedroht von der Ausweisung nach Deutschland, die den wegen dieses einen Satzes nicht heiratet. Ja, der Satz ist doch symbolisch. Sie spürt, dass er aus Mitleid und Anstand sie heiraten will. Er hat gar keine Lust, das ist mir eine zu geringe Begründung für diese Geschichte. Es gibt sensible Frauen, die nicht gerne geheiratet werden möchten, nur deshalb, weil die zufällig schwanger wurde. Ja. Ich finde, das gibt es. Ja? Aber genau um diese Monokausalität geht es mir. Ich glaube, dass der Film, das Buch eine Aber Sie haben schon recht mit Ihrem Versprecher. Ja, ich habe den Film vorgestern gesehen, er ist mir daher leider noch immer sehr präsent. Ja. Aber diese Monokausalität, dass er die Frau auf eine Monokausalität reduziert, stört mich. Naja, das ist eben die Frage des Erzählers, der Hauptcharakter, der sich dauernd vor die Frauen stellt. Ja. Ich weiß ja von den Frauen nichts als das, was mir dieser Walter Faber sagt. Das ist schrecklich wenig. Ich komme an die Frauen ja gar nicht heran. Vielleicht wäre es besser gewesen, man soll nicht spekulieren, wenn das von einem Erststandpunkt geschrieben gewesen wäre. Ich glaube aber auch, dass es Passagen gibt, wo eben dieser Walter nicht spricht, sondern der Autor selbst. Und das ist zum Beispiel die letzten Abschnitte über die Reise nach Kuba, in denen sich dieses tropische Hitzemotiv, das Wuchern, die tropische Welt wiederholt. Die scheinen mir von einem ganz anderen Erzähler erzählt zu sein, nämlich von diesem grandiosen Max Frisch, der so wenig Chancen hat im Buch selbst. Übrigens hat Frisch ja selbst gesagt, es setzt sich aus drei Romanen, aus drei Grundideen zusammen. Und eine Grundidee war sein erstes Erlebnis von dieser tropischen Welt. Und das ist in der Tat ein ganz anderer, der ist ja nur mühsam da reinkonstruiert. Eins ist ganz sicher, und hier bin ich gern bereit, mit euch einverstanden zu sein. Es ist überhaupt riskant, das zu tun, was deutsche Schriftsteller seit 20, 30 Jahren gerne tun und Max Frisch hier leider ein bisschen getan hat, nämlich einen Ich-Erzähler zu wählen, der ein bisschen primitiv ist, der nicht hochintelligent ist. Deutsche Schriftsteller machen gern halbe Doofköpfe zu Ich-Erzählern. Ich denke mal, macht kluge Leute zu Ich-Erzählern, versteckt euch nicht hinterm Rücken von so einem, was immer dann passiert, sagt er, na, ich habe das nicht geschrieben, mein Ich-Erzähler meint das. In der DDR war das eine besonders wichtige Methode, dass man sich hinter so einem Ich-Erzähler versteckte und dann der Zensur sagen konnte, na ja, das ist eben ein ungebildeter Mensch, er kann die Rolle der Partei noch nicht richtig erkennen. Aber das ist der seriöse, ernste Einwand. Der andere, darüber kann man schwer diskutieren.
ob diese Liebesgeschichte authentisch ist oder nicht. Eins ist sicher, dieser Mann Faber schläft da mit irgendwelchen Mädchen in Amerika. Die eine kann er gar nicht, Ivy heißt sie wohl, gar nicht loswerden. Er weiß gar nicht, was Liebe ist. Das ist in seinem Weltbild nicht vorhanden. Und Frisch zeigt, wie dieses Weltbild zerschnitten wird, wie der Mann plötzlich von der Liebe ergriffen wird. Und das ist meiner Ansicht nach gut gemacht. Wir müssen uns nicht einigen, aber die Frauen sind ein bisschen im Hintergrund, im Vordergrund der männliche Ich-Erzähler. Bei Saul Bellow haben wir in seinem neuen Buch Der Diebstahl gerade die umgekehrte Situation. Bei Bellow haben wir ja immer Männer im Mittelpunkt. Jetzt ist es eine Frau. Nun, Bellow, vielleicht der berühmteste amerikanische Erzähler unserer Zeit, aber 76 Jahre schon alt, der jüngere, beinahe 20 Jahre jüngere Updike wäre ein möglicher Konkurrent. Bellow hat den Nobelpreis, Updike sollte ihn bekommen, aber wenn einer ihn bekommen sollte, kriegt er ihn ja meist nicht. Bellow hat in allen seinen Romanen in den Mittelpunkt eigentlich immer Männer gestellt, intellektuelle Hamlet-Figuren eigentlich, aber solche Hamlets, die besser flirten als fechten konnten, die besser mit Wo Worten... Wo flirtet Hamlet? Er flirtet mit Ophelia. Aber kräftig, ja, aber meine ja, ja, Liebe, ja, schon, sogar bis schon. Ins Unanständige gehen. So kräftig, dass sie sofort wahnsinnig wird. Nein, die wird nicht sofort. Aber das ist eine komplizierte Sache, Hamlet. Nein, ich meine die Hamlet-Figuren, diese intellektuellen Professoren oft in den Bellow-Romanen, die, ich sage, die flirten besser, als dass sie fechten. Und sie können besser mit Worten umgehen, als mit Waffen. Und das sind sehr widerspruchsvolle Figuren, die immer irgendwann welche heiligen Bücher glauben, diese Bücher mit der einen Hand hochhalten und mit der anderen Hand irgendeiner Dame unter den Rock greifen und ein besonderes Interesse für Netzstrümpfe und andere, ja, das gibt es. Und für andere Textilien, ja, die Romane sind vor 20, 15 ja. Jahren geschrieben. Ja, der eine will Netzstrümpfe, der andere will Duffelcoats, also was ja, soll's. Ja, also nun Augenblick mal. Und dieser Bellow, sage ich, hat immer wieder Männer, solche Intellektuellen, Mittelpunkt gestellt, die aber an der Liebe und an den Genüssen des Daseins schon sehr interessiert waren. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen und ich muss sagen, ich habe es mit großer Angst in die Hand genommen, aus einem einzigen Grund. Es ist ja eine peinliche Situation im Leben eines Kritikers immer wieder, wenn er an einen Schriftsteller geglaubt hat, über ihn oft geschrieben hat, nun ist der Schriftsteller alt geworden, schreibt schwache Bücher und was sagt man nun? Am besten man schweigt, überlässt es anderen darüber zu schreiben. Wir haben das oft erlebt. Und ich habe ja eine Theorie dazu, Herr Reich-Ranicki. Ja. Zum ersten Mal hat Bellow eine Frau als Heldin, kein männlicher Intellektueller, ja. Der ein heiliges Buch hält und mit der anderen einen Netzstrumpf betastet, sondern eine Karrierefrau. Ja, eine intelligente, obendrein schöne und erfolgreiche Frau. Ja, das ist ja der Unterschied zwischen Homo Faber und diesem Buch von Bellow, dass nun nicht ein Mann im Mittelpunkt steht, sondern eine Frau. Ich aber sagte, ich hatte Angst vor dem Buch des alten Saul Bellow, weil es wieder ein schwaches Buch ist und das muss man schonungsvoll Haben Sie immer noch behandeln. Angst? Haben Sie jetzt immer noch Angst? Ich hatte in den ersten 30 Seiten. Ja. Nachher ja, nicht. Ja, so ich bin ist ganz es, verblüfft, ich finde das Buch hochinteressant, aber bitte, Herr Karas. Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich habe ähnliches Gefühl, ich habe den Verdacht, Herr Reich-Ranicki, Sie wollen das Buch auf eine deutsche Novelle, in eine deutsche Novelle umgestalten. Es wird ein Ring gestohlen, es kommt sehr darauf an, wer den Ring gestohlen hat. Dann wird der Ring durch ein junges Au-pair-Girl aus Wien wieder herangebracht. Diese geschäftstüchtige und intelligente Frau identifiziert sich mit diesem jungen Mädchen, will sogar dieses Mädchen nach Washington schicken, damit sie endlich den Mann heiratet, den sie selbst heiraten wollte. Ich glaube, die ersten 30, 40 Seiten sind ebenso notwendig wie die handlungsreichere zweite Hälfte, denn es geht um die Entwicklung der Charaktere, nicht nur um die Entwicklung der Frau, sondern auch dieses Mannes, den sie hoffnungslos liebt, und das ist, glaube ich, das Kernstück des Buches. Aber ist es nicht wirklich doch eine Novelle, Herr Demitz? Das frage ich Sie jetzt. Ja. Es hat einen Falten, diesen Ring. Ja, darauf habe ich gewartet, dass diese Diskussion Nein, ich sich nur bemüht, dass das ein deutscher Fall einer Novelle ist. Ich will den deutschen Fall weglassen. Mir ist das auch egal. Trotzdem kann ich sagen, warum die ersten 30 Seiten
Ich hatte wirklich Angst. Nun gibt es immer diese Schwierigkeit, das hat jeder Leser. Wenn man ein neues Buch betritt, muss man sich auf die Bedingungen des Buchs einlassen und sich dem Buch anpassen, wie das Buch sich einem selbst anpassen muss. Das ist ja immer ein Abenteuer, wie eine Einladung, die erst gerade beginnt. Aber darüber hinaus ist das bei diesem Buch noch schwieriger, weil er so in so groben Alfresco-Zügen die bisherigen Ehen, die bisherigen Beziehungen des Mannes malt, sodass ich immer an so eine Behauptungsliteratur mich erinnert fühlt. Er sagt immer, sie ist das und sie hat dieser Mann war der. Und es wird immer nur behauptet. Und dann kommt auf einmal eine wunderbare gesellschaftliche Szene, die wie von Updike ist, nämlich als sie von einer Reise aus Washington zurückkommt und auf einmal ist in der Wohnung die Unterwelt. Da sind die Schwarzen aus Harlem, dieses österreichische Au-pair-Mädchen hat einen Freund und jetzt muss sie Angst haben, wird in dieser Westside Central Park Gegend nicht geklaut werden und so weiter und so fort. Und da wird das Buch mit diesem liberalen Bewusstsein, das die Frau hat und ihren ganz praktischen Ängsten, das ist ein sehr schönes Porträt eines Higher Middle Class Dame in New York. Und da wird das Buch spannend und aufregend. Nicht, weil es ab da eine Novelle ist, sondern weil es ab da gut ist. Oder von da an, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, Verzeihung, aber glauben Sie wirklich, dass die ersten 30 Seiten, die zugegebenermaßen etwas verwirrend sind? Man lernt da alle möglichen Leute kennen, weiß gar nicht, wer nun alles die Ehemänner und Liebhaber sind und in welcher Reihenfolge. Das geht auch scheinbar sehr konfus. Aber rückblickend und es dann nochmal lesend, bin ich draufgekommen, dass die eine starke Funktion haben. Diese Frau ist eigentlich ständig überfordert. Sie hat Kinder, sie führt einen Haushalt mit Domestiken, sie hat einen sehr anspruchsvollen Beruf, sie hat eine Reihe von Liebhabern und Männern hinter sich. Die müssen alle organisiert werden. Und diese Familie muss geserviced werden. Dass diese Frau überfordert ist und konfus ist und versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, das wird in den ersten 30 Seiten dieser Novelle wirklich wunderbar dargestellt. Nein, also dass die ersten 30 Seiten nötig sind, unterliegt gar keinem Zweifel. Aber die Notwendigkeit und Funktion dessen, was dort gesagt wird, wird erst klar, wenn man sie zum zweiten Mal liest. Wenn man die zweite Hälfte kennt, weiß man, was der Bello hier gemacht hat. Jetzt muss ich gestehen, dass Das Ende habe ich nicht ganz verstanden, aber das macht vielleicht auch nichts. Aber Augenblick, Herr Demetz, ist das hier ist ja ein Problem, eine Frage, ganz wichtig bei dieser ganzen Erzählung. Das ist eine Frau, aber sie ähnelt schon den männlichen Figuren in früheren Büchern von Bellow insofern, als sie sehr erfolgreich und sehr unglücklich ist. Sie ist eine erfolgreiche Frau, hat eine wichtige Position in der Modebranche, eine ganz große Position, hat Geld, hat erreicht, was sie wollte. Und warum ist sie eigentlich so unglücklich? Und da kommt das, was Sie romantisch nennen, was Ihnen, glaube ich, schon bei dem Frisch missfallen hat. Sie ist auch unglücklich, weil sie auf der Suche nach Liebe ist und das in ihrem Leben immer misslungen ist. Geld, ja, Liebe, nein. Und das ist das Interessante, dass er die große Überraschung uns liefert, dass die Frau sich am Ende nach mehreren gescheiterten Ehen und Verhältnissen in ein Mädchen verliebt, in dieses Au-pair-Mädchen aus Wien. Und so ist das, glaube ich, letztlich wieder eine Liebesgeschichte, so wie ich in dem Homo Faber eine solche sehe. Seien Sie, ich glaube, ich glaube, Sie haben ein anderes Buch gelesen, Herr. Ja, ja. Wir lesen immer zwei verschiedene Bücher. Das hat aber nicht mit den Büchern, sondern mit uns beiden zu tun. Ja, mag sein. Aber das ist doch gut, dass ihr beide verschiedene Bücher, da kriegt man zwei interessante Aspekte geliefert. Also, Sie finden, da ist keine Liebe drin. Das habe ich alles erfunden. Also, ich finde, das Buch stellt die Frage nach dem richtigen Leben. Ja. Wie lebt man richtig? In einer Zeit, wo man dauernd überfordert ist, wo besonders von einer Frau ja eine Reihe von Rollen verlangt werden, die eigentlich keine Frau gleichzeitig bewältigen kann. Deshalb sympathisiere ich schon einmal von vornherein mit dieser Hauptfigur. Sie fragt sich eigentlich in aller ihrer Überhastetheit und Überforderung und Ungeduld und keine Zeit haben für alles, fragt sich dann doch, die stellt sich die tief moralische Frage, wie hätte ich richtig leben sollen, beziehungsweise wie kann ich noch richtig leben? Und die Antwort, die
die sie darauf versucht, ist, dass sie ihr Au-pair-Mädchen so weit zu manipulieren versucht, dass dieses Mädchen das richtige Leben leben soll, das sie selbst nicht gelebt hat. Daher will sie das Mädchen mit ihrem Liebhaber, den sie nie zu ihrem Ehemann machen konnte, verkuppeln. Sie will aber, und das ist eigentlich ihr ethisches Ziel, das richtige Leben. Ihr Fehler ist nur, dass sie das richtige Leben nicht für sich selbst, sondern für jemanden anderen finden möchte, was natürlich nicht geht. Lieber, ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen Ihrer und meiner Darstellung. Der Unterschied Sie haben gesagt, das richtige Leben, und ich habe gesagt, sie kann ohne Liebe nicht leben. Sie sagten, das richtige Leben ist ein solches für Sie mit Verzeihung, Liebe. Sie sagten, die Frau ist tief unglücklich, und das bestreite ich. Man kann nämlich sehr wohl ein überfordertes Leben führen, ohne unglücklich zu sein. Wieso überfordert? Sie hat ein nicht erfülltes Leben, aber nicht ein überfordertes. Also wenn, Frau Löffler, wenn man versucht, sein Leben auf ein Au-pair-Mädchen zu übertragen, wenn man sozusagen so weit ist, dass man sagt, ich kann eigenes Glück nicht haben, ich werde das manipulieren, dass dieses Mädchen, so ist das erstmal eine ähnliche Geschichte wie im Homo Faber, ist eine Art Inzestgeschichte. Das kommt ja auch noch mit der richtigen Tochter nachher, die wiederum vom Mädchen missbraucht und manipuliert wird, um den Ring zurückzubringen. Und zweitens ist das schon eine tief unglückliche Geschichte, wenn man einen Liebhaber nur dadurch zu gewinnen, sucht das ja sehr höhnisch, also dass Moment, man ihm junges Moment, Fleisch Moment. Bietet. Also vielleicht wird Herr Demetz uns belehren, dass wir alles von Glück. Ein Augenblick. Bitte. Sie sind auf dem besten Wege, das als Entweder-Oder-Situation darzustellen. Entweder diese Suche nach Liebe oder der Festpunkt des Glücks. Ich glaube, ich habe das Buch so gelesen, dass sie beides hat. Das sind keine Teenager, das sind erwachsene Menschen. Sie heiratet andere, nachdem sie dieser Teddy Regler nicht heiraten will. Aber die beiden sind doch in einem durchaus vertrauensvollen Verhältnis. Er kommt immer wieder von Washington mit dem Shuttle nach New York, um mit ihr zu Mittag zu essen. Sie kümmert sich dauernd um ihn, wenn seine dritte Frau ihn verlässt. Sie kümmern sich, wenn wieder ein Versuch, woanders glücklich zu werden, kaputt gegangen ist. Ja, aber das ist doch kein Widerspruch. Nein. Die sind einander vertraut. Und das scheint mir... Also das sicher, scheint sicher ist in dieser Novelle die Beziehung zwischen dem Mann, den sie nicht bekommen hat, und der Protagonistin die innigste, die vertrauensvollste und die stärkste Beziehung. Ja, ganz sicher. Und die fremdeste. Also, nein, die vitalste. Ich muss sagen, mich interessiert an der ganzen Geschichte der Vorgang mit dem Ring am wenigsten. Der ist nötig, natürlich, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Ich möchte nur auf etwas aufmerksam machen. Ich komme auf mein Steckenpferd zurück, nicht zum ersten Mal im literarischen Quartett. Ich glaube nicht an den großen, umfangreichen Roman heute in deutscher Sprache. Darauf antwortet man mir, aber die Buddenbrooks, ja, ist 90 Jahre her. Heute kann man die Welt nicht, es können die Schriftsteller jedenfalls die Welt in einem Panoramaroman von 600-700 Seiten nicht mehr in den Griff bekommen. Ich bin von meiner These überzeugt, sie ist so lange richtig, bis ein Roman entsteht, der sie widerlegt. Dann ja, geht alle Theorien sind zu Ende, werden immer von dem Künstler, von dem Schriftsteller widerlegt, der das machen kann. Also Ihre Theorie kann schon deshalb nicht widerlegt werden, weil Sie Bücher, die in Ihre Theorie nicht hineinpassen, nicht lesen. Gelegentlich doch. Der Not gehorchend lese ich gelegentlich auch die ganz langen Bücher. Oft, Sie haben schon recht, nicht bis zu Ende. Also bin kein Märtyrer. Wenn Sie Tom Wolfe, das Fegefeuer der Eitelkeiten, gelesen hätten, hätten Sie ein wunderschönes Beispiel für einen gelungenen New York-Roman. Ich schätze Sie sehr, aber ich habe gesagt, deutsche Romane. Tom Wolfe hat nicht Deutsch geschrieben. Immer kommt man mir mit Russen oder Amerikanern. Und wenn man dann sagt, der Roman ist doch gar nicht so gut, der hat die Übersetzung. Wissen Sie, Max Frisch hat mal eine wunderbare Geschichte geschrieben, wo zwei Leute in der Eisenbahn sitzen. Der eine Mann in der Eisenbahn möchte dem anderen erzählen, wie es in russischen Romanen immer heißt. Ich bin ein unglücklicher Mensch und ich erzähle Ihnen jetzt, wie mein Leben verlaufen ist. Und das würde ja Schuld und Sühne werden oder Krieg und Frieden oder weiß Gott was. Nur die
Bahnstrecken sind zu kurz in der Schweiz. Es ja, reicht nicht jawohl, für den sehr langen Roman. Eine sehr richtige Bemerkung. Es hat etwas mit unserer Epoche und ihrem Rhythmus zu tun, dass man heute 1000 Seiten Romane wie Krieg und Frieden nicht mehr mit Erfolg schreiben kann. Also ich könnte Sie haben nur völlig sagen, recht, damit hat es zu tun. Das ist ein neuer auch. Aspekt, der sogar für die Vereinigung Deutschlands spricht. Die Bahnreisen sind endlich wieder länger geworden. Und ja, aber die Bahn fahren immer schneller. Ab 2. Juni gibt es einen neuen Fahrplan. Damit kommen Sie nicht weiter. Übrigens, die Geschichte beginnt nicht. Ich bin ein Unglücklicher. Nein, nein, ich sage das wäre schlecht. Ja, ja. Beginnt mehr in dem Stil. Ich bin ein niederträchtiger Mensch. Ja, ja, ja. Ivan Ivanovich, widersprechen Sie mir nicht. Ich bin ein niederträchtiger, eine Parodie, eine liebevolle Persiflage russischer Prosa. Dürfte ich mir die Freiheit herausnehmen, noch etwas über diesen Bello zu sagen? Zurück zu Bello. Ja, fabelhaftes Buch, wenn man so lange darüber reden kann. Wir haben ja alle was zu sagen. Mir hat sich nämlich sofort die Frage gestellt, es ist ja nicht nur, dass zum ersten Mal eine Frau im Mittelpunkt steht, sondern eine nicht-jüdische Frau. Ich glaube, das sollte man bei Bello, der Klassiker des amerikanisch-jüdischen Romans ist, nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Liebhaber allerdings. Der Liebhaber ist allerdings... Ja. Ist Jude, der sagt auch an einer Stelle, man soll bei seiner Rasse bleiben. Nicht? Nur sagt er das ja nicht aggressiv, sondern das sagt er so, weil er daran glaubt. Aber es gibt auch, das spricht eben gegen die Theorie der Novelle, dass in diesem Buch ist es ja voll von interessanten und ironischen Nebenfiguren. Und ich finde, dass der eigentliche Witz des Buches oft in Nebenfiguren liegt, zum Beispiel in dem Psychoanalytiker Gladstone, der große Wortspiele über Glad und Stone macht, der heißt ja eigentlich Freudstein. Und diese ganze Situation, die so auf Frau und Mann zugeschnitten scheint, ist doch wirklich erweitert auf ein ganzes Repertoire von New Yorker Figuren, auch jüdischen Figuren, spanisch-amerikanischen Figuren. Und da scheint mir der Begriff der Novelle zu eng zu sein. Ja. Darf ich Sie noch in einem Satz nur ergänzen? Die interessanten Nebenfiguren scheint mir auch dieses Au-pair-Mädchen. Das ist nun ein höheres Töchterl aus Wien. Und ich bild aus mir Waldheim, Österreich. Aus Waldheim, Österreich, gut. So Bello, heißt es dabei. Bello hat ein Recht auf seine Vorurteile. Aber die höheren Töchter... Das ist doch keine Verteidigung Waldheims. Um Gottes Willen, nein, nicht von bitte. Mir. Ich wollte nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht. Nein, also, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich die höheren Töchterl aus Wien ganz gut kenne und dass ich eigentlich erstaunt bin, wie Bello dieses Mädchen richtig auf den Punkt bringt. Und wenn wir nochmal auf Homo Faber zurückgehen und dieses papierene Duffelcoat-Girl da anschauen, dann muss man wirklich sagen, was ist Bello für ein Könner, dass er eine so schmal gezeichnete Figur, dass er der eine solche Tiefe gibt und sogar auch eine moralische Entwicklung. Ja. Weil das Interessante ist ja der Grund, warum gibt dieses Mädchen, warum treibt sie den Ring Aber wieder der auf. Der späte Frisch konnte das auch, wenn man mal zu seiner Ehrenrettung sagen. Also es ist ein später Bello und so. Ich finde, beide sind wichtig und beide schätze ich. Und immer, der eine ist deshalb schlechter, weil der andere besser ist. Wir wollten noch mal Ihre Aber Liebestheorie korrigieren. Zu den Juden zurück bei Bello, die plötzlich dann ist als Hauptfigur nicht mehr da. Das ist eine interessante Sache. Nicht, dass Bello Juden in den Mittelpunkt gestellt hat, das ist durchaus nicht originell. Das Originelle ist nur, dass die Tatsache, dass er Probleme von Juden in seinen Romanen, in allen beinahe, gezeigt hat, den Erfolg, die Rezeption dieser Romane in vielen Ländern der Welt, auch in solchen, wo es überhaupt keine Juden gibt, nicht im geringsten beeinträchtigt hat. Und das hat, glaube ich, einen tiefen Grund. Weil er im Grunde ganz allgemeine Probleme unserer Zeit am Beispiel von Juden gezeigt hat, aus einem einzigen Grund. Natürlich zunächst aus dem Grund, weil er selber Jude ist und über Juden Bescheid weiß, das ist klar. Weil er am Beispiel von Juden diese allgemeinen Probleme etwas schärfer, etwas extremer zeigen konnte. Es ist ja kein Zufall, dass Joyce für seinen Ulysses, Joyce war ja bekanntlich kein Jude, einen Juden als Helden gewählt hat, Leopold Bloom, der Annoncenakquisiteur. Ich will nur sagen, es sind hier, ist das richtig, Herr Demitz, Sie können mir widersprechen, das ist erlaubt. Ich glaube, das ist nicht die einzige Erklärung. Ich glaube, es hängt damit auch zusammen, dass in dieser sehr mobilen und vielgestalten und gestaltenwechselnden amerikanischen Gesellschaft die jüdische Gesellschaft noch eine Identität hat, die auch epischer Stoff ist.
Ja. Darüber kann man erzählen. Das hat Gestalt, das hat Lokalfarbe. Zusätzliche Konflikte, Lokalfarbe, ein bisschen pittoresk. Das ist noch sehr gut. Ja? Ob das heute noch möglich ist, na, bei Philipp Ross ist es unentwegt. Ich weiß nicht, ob der nicht eben der Letzte ist, dass die nächste Generation schon die Minimalisten sind. Nicht? Aber diese Erzählung zeigt, dass man darüber noch Filme machen kann. Ja, aber diese Erzählung, der Diebstahl, die zeigt doch auch, und das haben Sie sehr schön vorher angedeutet, dass diese verschiedenen Herkünfte, dass man aus der amerikanischen Provinz diesen Optimismus, der Gast, der nach New York kommt, die alteingesessenen Juden, die in New York sind, der Politiker in Washington, das zeigt, wie das Zusammenleben in Amerika gestört ist. Gestört, das würde ich gar nicht sagen. Na doch, das ist das vitale Prinzip dieses Lebens. Es ist vital, aber gleichzeitig funktioniert nichts mehr zwischen den Leuten. Es funktioniert nur über Bellos Ironie. Die einzige Beziehung, die zwischen den Leuten funktioniert, ist eine von Bello ironisch konstruierte. Und das macht die Bücher auch ein bisschen so papieren. Also das kann man auch etwas anderer Ansicht sein. Nur schlage ich vor, dass wir die Frage offen lassen. Die werden wir nicht klären. Amerika, Klaus Mann. Tagebücher von Klaus Mann. Vier Bände sind erschienen. Sie beginnen 31, die Tagebücher. Jetzt kommt im Juni der 5. Band, im Herbst der abschließende 6., der bis zum Tod Selbstmord von Klaus Mann führt. Ich glaube, es geht um eine sehr traurige, rührende, zu Zeiten entsetzliche Folge von Niederschriften. Klaus Mann, der älteste Sohn von Thomas und Katja Mann, sagt gleich am Anfang, er will nur die nackten Tatsachen seines Lebens darstellen. Und das tut er auf lange Strecken in der Weise eines Chronisten. Er notiert sich, wohin er reist, mit wem er zu Mittag ist, mit wem er zu Abend ist, woher er ins Theater geht, wen er getroffen hat. Und es ergibt sich oft das Bild eines hektischen Lebens. Oft hatte ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Ob das nicht ein leeres Leben, das er mit Geschäftigkeit und mit Menschen und mit Plänen zu füllen versucht. Ich muss sagen, mein erstes Gefühl beim Lesen war eigentlich purer Neid. Denn hier ist ein junger Intellektueller auf der Höhe seines Lebens. Er ist sehr bald im Exil und hat die Gelegenheit, eigentlich mit den bedeutendsten Männern und Frauen seines Zeitalters jeden Tag zusammenzukommen. Einfach die Namen, die er gibt. Heute aß ich zu Mittag mit. Bei Lubitsch eingeladen. Bei Lubitsch. Und dann fährt er nach Paris, nach Frankreich, nach Prag. Überall sind es die geistvollsten Repräsentanten des Zeitalters, die ihm die Stichworte liefern. Sie sind der erste Mensch auf Erden, Herr Demetz, der Klaus Mann beneiden kann. Ein tief unglücklicher Ach, Mensch. Schon wieder, ja, aber diesmal sogar fast zurecht. Ja. Was? Nicht fast, unglücklich? Fast. Doch ein tief unglücklicher Mensch. Er war homosexuell, er war drogenabhängig, er war der Sohn Thomas Manns. Drei Unglücke in seinem Ich kann ein viertes nennen. Ja. Und er war in New York, wie der 5. Band, der in Kürze erscheint, zeigt, so auf dem Tiefpunkt, dass er Flaschen zurückgebracht hat, 25 Cent. Um 25 Cent zu bekommen und in der Nacht Selbstmord versuchte, weil ihm ein Freund nicht kam und ihm ein paar Dollars brachte. Also das kann man schon als unglücklich bezeichnen. Ja, bitte. Sag mal, allein die Darstellung seiner homosexuellen Bemühungen. Dieses unglückliche Wandern von einem Strichjungen zum anderen. Alles ganz knapp, prägnant von ihm dargestellt, ganz offen. Der findet doch nie einen Freund, mit dem er zusammenleben kann. Und er wird bestohlen. Doch, er hatte eine große Liebe, zum Beispiel Tomsky. Der hat eine große Eifersuchtsgeschichte. Ja, aber das mit dem Offen ist natürlich auch nicht so ganz unproblematisch. Das Merkwürdige ist, dass er immer ins Französische changiert. Das hat er gelernt vom Vater. Na gut, aber das heißt... Die Sache mit der Liebe zwischen der Madame Chauchat, die große Liebesszene, und Castor, beginnt ja Castor auch plötzlich Französisch zu reden. In der Fremdsprache ist alles etwas milder, das ist auch eine Deckung gegen sich selbst. Da sieht man noch die Reste seines Puritanismus, nicht wahr? La même chose. Ja. Herr Demetz, eine Frage zu den Fremdsprachen. Das Tagebuch wechselt ja im 5. Band auch ins Englische. Englisch, Er möchte die deutsche Sprache ablegen. Das Französische und das Englische sind Hilfen dagegen,
sich von Deutschland endgültig abzunabeln. Der fünfte Band, und das ist ja ein Zug, den wir am Tagebuch bisher noch nicht beschrieben haben, ist ein hochpolitisches Tagebuch. Es ist das Tagebuch eines Emigranten, der verzweifelt auch versucht, die Kräfte gegen Hitler zu mobilisieren, der enttäuscht ist, dass er im isolationistischen Amerika keine Mitstreiter findet und so weiter. Und der versucht eine neue Sprache, der sogar die Heimat der Sprache aufgeben möchte, seine Vatersprache. Das haben ja viele versucht in der Migration, aber wie gesagt, es ist keinem gelungen. Es ist keinem richtig gelungen. Robert Neumann hat in englischer Sprache Romane geschrieben, war nicht viel wert, er musste zurückkehren ins Deutsche, ins Englische. Doch, also ich hatte den Namen Lubitsch erwähnt und ich könnte den Namen Lubitsch und Wilder erwähnen und ich könnte Ich glaube, das Fritz waren Lang, keine Romanciers. Nein, Fritz Lang, aber die haben Drehbücher geschrieben und Drehbücher sind auch Kunstwerke. Nur bedingt Literatur. Aha, sind gut, Vorlagen für filmische Kunstwerke. Gut, ja, gut, Vorlagen, gut. Aber ein Drehbuch ist doch nichts, wenn ich steht kein Wort davon drin. Ja, ist das Buch, sind die Tagebücher, lapidar. Und Isherwood. Ja, das sind doch also alles große Momentaufnahmen. Und jetzt will ich nur uns vor einer Ungerechtigkeit warnen. Das sind kurze Notizen. Die waren vielleicht geplant, um daraus später irgendetwas zu machen. Und wir beurteilen das jetzt, als wäre das sein literarisches Vermächtnis. Überhaupt nicht. Man darf das nicht als literarisches Vermächtnis beurteilen. Ich glaube, man muss die Trotzdem Frage stellen. Trotzdem möchte ich auf meine Frage zurückkommen. Ja, Augenblick, ich will die aber antworten. Ja, darf ich sie zuerst stellen? Also los. Hat der Klaus Mann eigentlich überhaupt irgendwo, wenn nicht in seinen Tagebüchern, dann in seiner Literatur, sein Verhältnis zu seinem Vater aufgearbeitet? Ja, überall. Also ich will Ihnen gleich ein Beispiel geben. Es gibt eine Novelle von ihm aus den späten 30er Jahren, Vergitterte Fenster, über Richard Wagner und Ludwig II. Es ist die Geschichte von Thomas Mann und Klaus Mann. Es ist die in den Figuren Wagner, Ludwig II. Ist das Verhältnis zu Thomas Mann, des Vaters zum Sohn, dargestellt. Er hat es in Briefen immer wieder sehr darauf zu sprechen gekommen und vor allem in seiner vielleicht bedeutendsten Buch in der Autobiografie Der Wendepunkt. Da sind ja ganze Kapitel, wie sich das abgespielt hat, wenn er in München nach Hause gekommen ist, wie der Vater sich überhaupt nicht für ihn interessiert hat. Wir haben ja auch die Äußerungen des Vaters über seine Bücher, verlogene Bücher, die er kaum gelesen hat und dann hat er Briefe geschrieben über diese Bücher. Nun, es war nicht der einzige Autor, über den sich Thomas Mann geäußert hat, ohne dessen Bücher gelesen zu haben, aber er war eben der Sohn von Thomas Mann. Ich möchte eine ganz einfache Frage stellen. Ich finde, es lohnt sich für Leute, die sich für diese Epoche und diese Literatur dieser Epoche interessieren, die Tagebücher zu lesen. Warum eigentlich? Ich glaube, es lohnt sich aus verschiedenen Gründen. Erstens, sie geben Aufschluss über einen Autor, der nicht unwichtig war, der einige sehr bezeichnende Romane geschrieben hat, vor allem den Roman Mephisto. Ein oberflächliches, fragwürdiges und doch sehr wichtiges Buch jener Zeit. Sie geben Aufschluss über Menschen, mit denen er zusammenkam, und das sind vor allem der Vater Thomas, der Onkel Heinrich Mann. Die Geschwister. Und das ist hochinteressant, was wir darüber erfahren. Sie geben Aufschluss, die Tagebücher, über eine Fülle von Menschen, die er kennengelernt hat. Ich meine, wenn er beispielsweise über Max Reinhardt in der Emigration sagt, er gehe mit großer Würde einher wie Napoleon auf Santa Helena. Das ist schon eine tolle Formulierung über Max Reinhardt. Das sind hunderte solcher Formulierungen, wo er vor allem die Sphäre der Migranten, aber auch der engen amerikanischen Schriftsteller wunderbar darstellt. Und das ist ein zeitgeschichtliches Buch, das die Problematik der Emigranten und ihr Verhältnis zu Deutschland bietet. Das ist eine ganze Menge. Nur, das ist alles eigentlich schwer lesbar, weil es immer nur Stichworte enthält. Also es ist ein Werk, dieses Tagebuchwerk, das sehr stark an den Leser appelliert. Ich finde es nicht schwer lesbar, weil man liest das Buch ja nicht als völlig unbeschriebenes Blatt sozusagen, denn man kennt die Zeitgeschichte und kriegt jetzt einzelne Mosaiksteine dazu geliefert. Sie haben vollkommen recht. Und dadurch wird es sehr interessant. Die Zeit- und Literaturgeschichte dieser Epoche kennen, ist es ganz und leicht. Und zum Beispiel das Vergnügen zu erkennen und zu vergleichen,
Wie hat der Vater manche politischen Ereignisse beurteilt in seinen Tagebüchern? Und wie Klaus Mann, der Sohn? Und da muss ich sagen, der Sohn war politisch manchmal der viel hellsichtigere und radikalere. Naja, in den frühen Jahren des Dritten Reichs, von 33 bis 36, war ja er derjenige, der die Situation richtiger beurteilt hat und der den Vater gezwungen hat, praktisch sich in einem bestimmten Augenblick endgültig vom Dritten Reich abzuwenden. Das ist ja ohne Zweifel nachweisbar. Kommen wir doch mal zu Vergnügen und Missvergnügen. Da gibt es einiges, das man noch, wo man noch darüber reden könnte. Was mir besonderes Vergnügen gemacht hat, davon war hier noch nicht die Rede, waren seine Bemerkungen über Filme. Mhm. Ich glaube, man könnte aus den Tagebüchern herausziehen eine ganze Anthologie, die demonstrieren könnte, dass er eigentlich ein ausgezeichneter Filmkritiker war, vor jeder Filmkritik. Er hat alle Filme, jeden zweiten Tag war er im Kino, hat meistens zwei Filme gesehen, damals gab es noch Doppelprogramme, und in ein oder zwei Zeilen bietet er Charakteristiken von Filmen, die außerordentlich gültig sind bis heute. Auch über Sowjetfilme wie Tschapajew und diese großen Klassiker über Chaplin-Filme, auch über deutsche Filme. Auch er hat sogar im Exil Paul Hörbiger gesehen und Paula Wesseli und Träumt von Zara Leander. Und das ist alles ausgezeichnet gemacht. Das Missvergnügen, das ist schwierig, sind seine Bemerkungen über Juden. Und da beginnt der Winter meines Missvergnügens. Mhm. Weil ich glaube, dass er sich eines gewissen, es ist kein Antisemitismus, es ist eine Art von großbürgerlicher Abneigung gegen das Fremde. Ich will hier nicht zitieren, aber es gibt Äußerungen noch ein Jahr nach Hitler in der Reichskanzlei, die mir von einem ganz anderen Menschen geschrieben zu sein scheinen. Das ist nicht derselbe Mann, der die Sammlung später organisiert, der nach Moskau zum Kongress der Schriftsteller fährt, der die Nazis hasst, der dann sagt, das Fatale der jüdischen Kinder, das selbst durch ihre Intelligenz nicht wettgemacht werden kann. Aber ich glaube, das kann man auf ihn selber beziehen. Aber Herr Demetz, gibt es da nicht auch bei ihm eine sehr deutliche Entwicklung? In den späteren Tagebüchern hört das auf. Ja, das und wenn Sie sagen, der gute Filmkritiker, ich kenne keinen scharfsinnigeren Kritiker der Hitlerschen Reden. Nur in Chaplins Film wird die noch so genau analysiert und kritisiert, im großen Diktator, wie er diese Stimme und die Phrasen und wie er ganz verzweifelt ist, dass er das Engländern nicht nahebringt. Und der Antisemitismus löst sich auf im letzten Band in eine Enttäuschung darüber, dass die antifaschistische Front nicht groß genug und stark genug wird. Aber müsste man nicht ehrlicherweise auch zugeben, dass diese Goldkörnchen, die man in diesen Tagebüchern findet, doch eingebettet sind in sehr viel Schutt und Schotter? Ja, natürlich. Das seitenweise, ist immer so bei euren richtigen Briefen. Seitenweise muss ich lesen, Brief von Milein, das ist die Mama, Brief an Zauberer, das ist der Papa, mit E irgendwo, das ist die Schwester Erika. Ja. Und dazwischen immer, habe genommen. Das sind dann bin gegangen. Die jungen Männer. Nein, habe das sind genommen, die Drogen. Sie haben es nicht genau gelesen, das sind die Drogen. Und bin gegangen, sind die jungen Männer. Das andere ist als Pfand bezeichnet. Übrigens, glaube ich, sollte man nicht verschweigen, dass die Tagebücher stark ediert sind, um nicht zu sagen zensiert. Ja. Es sind immer diese gewissen kleinen Würfelchen. Ja, aber Sie wissen, wie schwer das mit Rechten ist und das mit juristischen, komplizierte Geschichte. Es geht da vorwiegend um lebende Personen, die geschützt werden sollen. Naja, die, wenn die dann erwirken können, dass so ein Buch verboten wird. Es geht mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass die Bücher ediert sind und keineswegs vollständig. Also der Voyeurismus der Leser wird nicht wirklich bedient. Es hat Klaus Mann sein Leben lang darunter gelitten, dass man in ihm immer den Sohn, das Söhnlein von Thomas Mann gesehen hat. Und dazu gibt es eine sehr wichtige Äußerung, eines, der ihn abgöttisch geliebt hat, nämlich Golomans. Der sagte, man hat dank dem Umstand, dass der Vater ein weltberühmter Schriftsteller war, konnte man allerlei Privilegien als Sohn haben. Aber man musste nicht davon profitieren.
Und er profitierte, Klaus Mann, davon, als junger Mann, immer wieder. Und nachher war er beleidigt, dass man ihn als Söhnlein behandelt. Ja, vor allem war er ja finanziell von den Eltern völlig abhängig. Ja, es ist ja erschütternd, diese Briefe. Er bittet, ich brauche ein neues Farbband für meine Schreibmaschine, soll ihm Geld schicken für ein Farbband. Und er muss zum Zahnarzt gehen. Und das hat eben mit dem Punkt zu tun, warum stelle ich die Frage, die grausame Frage, hat er nicht eigentlich normal gearbeitet und sich bemüht, etwas Geld zu verdienen? Kafka war ja auch ein sensibles Genie, weiß Gott, bedeutender als Klaus Mann und hat in dieser Anstalt, Versicherungsanstalt gearbeitet, um sein Lebensunterhalt zu finanzieren. Sie vergessen jetzt den Schock der Emigration. Es haben andere in der Migration auch arbeiten, nicht immer so angenehm. Er hat ja versucht, Zeitschriftenprojekte ins Leben zu rufen. Die immer finanziert werden mussten, die nicht Geld brachten, sondern defizitäre. Ja, aber das ist so, glaube ich, das ist einfach der Charakter von Emigrantenzeitungen, dass sie kein Geld bringen. Naja, also es ist die Frage, dass Klaus Mann ein bisschen häufig die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen gezwungen. Das gehört zu seinem Charakterbild und das kann man nicht verschweigen. Das zeigt ja dieses Tagebuch auch. Schluss mit Klaus Mann, ein zeitgenössischer Autor. Nur noch eine Frage nur noch. Wer Hilfe in Anspruch nehmen muss, ist doch deshalb noch kein schlechterer Mensch als jemand, der sich sein Leben lang selbst ernähren kann. Nur als Frage gestellt. Nicht ein schlechterer Mensch. Gut, das wollte ich nur. Es hat Klaus Mann, wie andere Autoren, die nicht berühmt waren, auch die Möglichkeit gehabt, in der Emigration etwas unbequeme Arbeiten zu verrichten und damit Geld zu verdienen. Andere, so dass er sich, dass er nicht angewiesen wäre, immer für die Mama um Geld zu bitten. Ein zeitgenössischer Autor, Delius, die Birnen von Ribbeck. Ja, F.C. Delius, die Birnen von Ribbeck, der Titel sagte schon, bezieht sich auf eine Fontane-Ballade. Herr Ribbeck von Ribbeck in Havelland. Die berühmte Geschichte von dem menschenfreundlichen, kinderfreundlichen Feudalherrn des 18. Jahrhunderts, der immer eine Birne in der Tasche hatte, um sie den Kindern zu schenken, den Kindern seines Gutes. Und der sich begraben ließ mit einer Birne in der Hand, aus der dann wieder ein Birnbaum wuchs, der die Kinder bis heute erfreut, wenn es denn so ist. Die Geschichte, eine kleine, vom Umfang her nicht sehr groß geratene Geschichte, versucht das Dorf Ribbeck, das es ja wirklich im Havelland gibt, von einem heutigen älteren Bauern, muss man annehmen, beschreiben zu lassen, der die Öffnung der Grenzen erlebt, der zum fünften Mal in seinem Leben den Herrn wechselt. Der hat noch die Feudalherrschaft erlebt, der hat die Nazizeit erlebt, der hat die LPGs erlebt, alles das war auf seinem Gut. Die Weimarer Republik dazwischen. Und jetzt erlebt er, dass die Westdeutschen kommen und anfangen, die Güter aufzukaufen. Das Ganze ist in Form einer Litanei, die ganz deutlich Stellung nimmt für die armen Ostdeutschen, die von den Westdeutschen überrannt und aufgekauft werden und womöglich ein weiteres Mal unterdrückt werden. Ich sage auch gleich meinen Einwand gegen dieses Buch. Ich muss sagen, ich habe es besonders widerwärtig gefunden. In dem Buch beklagt sich der Hauptdarsteller, der Protagonist die ganze Zeit darüber, dass die Ostdeutschen immer zu kurz kommen, immer um einen Tick zu spät kommen, weil die Westdeutschen immer um einen Tick schlauer sind. Delius ist ein westdeutscher Autor, auch er war um einen Tick schlauer. Er hat bereits den ostdeutschen Schriftstellern das Thema weggenommen. Ja, also ich möchte nur eine Ergänzung, was Sie als Österreicherin vielleicht nicht ganz wissen können. Ribbeck war ein wichtiger Ort auf der Transitstrecke. Bevor die Autobahn gebaut wurde, alle westdeutschen Berlinfahrer von Norddeutschland durch Ribbeck durchgekommen. Und das ist schon eine sehr gute Idee von Delius, da ist Ihnen meist dieses Gedicht im Sinn gekommen und die Tatsache, dass Sie dort nicht halten durften. Ja. Das ist ein Ausgangspunkt dieses Buchs. Und vor dem Wort widerwärtig möchte ich das Buch sehr heftig in Schutz nehmen, wirklich. Also was haben Sie zugunsten des Also das Buch zeigt sehr genau als erster, und ich meine, es ist ja kein Verbrechen, irgendwo zuerst anzukommen und sich ein Thema zu nehmen. Die Themen liegen auf der Straße. Die Themen werden nicht urheberrechtlich, man kann nicht sagen, okay, das ist ein Thema Ribbeck, das weisen wir jetzt dem ehemaligen Ostdeutschen Schriftstellerverband zu. Nein, und jeder westdeutsche Autor, der da schreibt, wird mit Gefängnis nicht unter 5 Jahren bestraft. Nein, Herr Karasek, das Thema des Buches
ist, dass die Ostdeutschen von den Westdeutschen übermannt werden. Das ist doch aber so. Und dieses Thema hatte an einem Fest, es ist in der Tat, ich glaube nicht mal, dass das eine Fiktion ist. Und wenn, dann ist es eine so glänzende, dass man sie sofort glaubt. Da kommen Westdeutsche, sobald die DDR nicht mehr existiert, und pflanzen da wieder einen Birnbaum. Und kommen mit blank geputzten Wagen, wo in der Zeit stand, das sei ein Vorurteil. Ich fand das ein sehr schönes Detail, denn man kommt natürlich mit einem blank geputzten Wagen, wenn man seinen armen Vettern zeigen will, wie weit man es gebracht hat, und feiern da miteinander. Und während man feiert, befragt man sie, und einer dieser wird während der Feier, das ist auch von der Perspektive sehr schön, immer mutiger und erzählt die Geschichte seines Dorfs. Ja, wie das eigentlich war. Ja, wie das eigentlich war. Man muss aber, Herr Karas, wir wollen mal hinzufügen, dass das in kleinen Fragmenten erzählt wird. In Sätzen, die mittendrin beginnen und mittendrin abbrechen. Aber was ist widerwärtig? Und mit einer gar nicht. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Darf ich Ihnen das in Form einer Frage stellen? Ja. Das Thema ist doch die Bevormundung der Ossis durch die Wessis. Nein. Doch. Nein, das ist Ihre Sicht des Buches. Sie haben wieder ein anderes als ich gelesen. Das ist ein Motiv. Die große Klage in diesem Buch ist, dass immer Fremde kamen und hier die Herrschaft ausübten. Und dass eigentlich die Bauern in diesem Abendland. Nein, das stimmt nicht. Auch das ist nicht das Thema. Das Thema des Buches ist, dass es immer den Bewohnern von Ribbeck schlecht ging. Dass sie ausgebeutet wurden. Ja, dass sie leiden von mussten. Ihren fremden Herren. Nicht von ihren Fremden. Der Herr von Ribbeck war gar nicht fremd. Der war genauso dort geboren, aber er war der Mann, der das beherrschte und besaß. Aber würden Sie mir wenigstens zugeben, dass es immer Herren waren, die diese Bauern ausgebeutet haben? Dass sie immer ausgebeutet wurden. Eben. Dass und es jetzt immer kommt, schlecht ging. Jetzt kommt in einer neuen Welle. Ich habe nämlich einen Verdacht. Denen ging es wirklich immer schlecht in dem Dorf Ribbeck. Ich kann das gar nicht ausschließen. Halt. Wir sind schon auf einem Abweg. Ja? Nein. Also, das geht so nicht. Ich sollte mich denn gar nicht hereinmischen, weil ich zu weit von diesen Ereignissen im Havelland gelebt habe, 40 Jahre lang. Aber das Buch macht deutlich Unterschiede. Und wenn ich es mit einem anderen Wort hinterfrage, ich auskultiere das Buch auf seine Ideologie. Das Buch warnt vor Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Eins ist sicher wahr, da stimme ich mit Frau Löffler überein, es ist ein Problem, dass ein westdeutscher Autor eine Kunstfigur erfindet, die Kunstfigur dieses Ich-Erzählers, der mühsam zur Sprache kommt. Erst mit Birngeist und viel Bier beginnt er zu stottern. Das ist alles sehr gut gemacht. Aber dieser ostdeutsche Bauer sagt wirklich nur das, was ihm der westdeutsche Linke in den Mund legt. Und jetzt kommt die Frage, dass es ja nicht darum geht, dass immer alles schlecht war. Es gibt in diesem Punkt einen paradiesischen Punkt. Und der müsste eigentlich zur Diskussion herausfordern. Denn dieser Bauer sagt nicht, es waren die schönsten Jahre, als Junkerland zu Bauernland wurde, als jeder Bauer individuell den Pflug zog. Er sagt, die schönsten Jahre war die LPG in den Anfang der 60er Jahre, wo alles spontan war, wo jeder für den anderen arbeitete. Kind und Frauen waren zufrieden. Das Getreide stand hoch. Könnte es sein, dass das ein westdeutscher linker Mythos ist? Das glaube ich, ja. Das ist eben das Problem des Buches. Aber ich glaube nicht eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Darf ich nur zur Perspektive eine Korrektur anbringen? Natürlich ist das Buch von einem Westdeutschen geschrieben, nämlich vom Autor Delius. Aber die Perspektive ist eigentlich sehr gerecht in dem Buch. Er geht zu dem Fest und kommt in ein Gespräch. Ein Bauer erzählt ihm das beim Birnengeist. Das ist doch eine äußerst legitime, er ist Chronist dieses Menschen, der sich da bei dem Fest öffnet. Und dass er Chronist ist, geht aus den Fakten des Buchs ja ganz deutlich hervor. Also insofern hat er nicht mal geschwindelt. Ich habe nie den Vorwurf gegen ihn erhoben, dass er geschwindelt. Sie haben gesagt, eine Kunstfigur. Natürlich ist er eine Kunstfigur. Gut. Er ist von ihm erfunden, aber das heißt, er schwindelt nicht. Es ist so genau geschrieben, wie etwa Uwe Jonsson die Anfänge der DDR beschrieben hat. Das sei eigentlich ganz gut. Ich glaube, Genauigkeit. Es ist mit aber die Frage ist, ob man diesen Mythos der 60er Jahre
ja, einfach hinnehmen Sie, soll Sie, oder Sie nicht. Sie behandeln das zu einseitig. Es ist nicht nur ein Mythos der frühen 50er Jahre oder 60er, sondern es ist auch eine These drin in der Ich-Erzählung dieses Mannes aus Ribbeck. So blöd waren wir, dass wir damals geglaubt haben, hier wird eine gerechte Welt entstehen. Ja. Wir waren naiv und blöd und man hat uns betrogen. Und dass es solche Menschen in der ganz jungen DDR gegeben hat, das stimmt wohl. Und dass die das heute sagen, wir waren blöd, wir haben geglaubt, dass diese SED eine bessere Welt schaffen wird, ist nicht so falsch, nicht so schlecht. Ich glaube nur, um das Thema Delius abzuschließen, es ist ein Buch, das mit großer Intensität geschrieben ist und das sprachlich ganz hervorragende Passagen enthält. Und es ist auch in vielem, natürlich kann man Details beanstanden, aber ein sehr, sehr mir einleuchtendes Buch. Es ist, hat da ein Schriftsteller gezeigt, was sich da abgespielt hat. Und er hat sehr richtig keine Erzählung gemacht, sondern aus Splittern, aus Reminiszenzen, aus ganz kleinen Mosaiksteinen das gebaut. Und das hat er gut gemacht. Und mich hat das Buch sehr beeindruckt. Jetzt haben wir wenig Zeit, aber ganz kurz. Wolfgang Hilbig, Alte Abdeckerei. Herr Karasek, kurz fassen. Ganz kurz. Ebenfalls ein Buch, wo ein Autor, der aus der DDR stammt, allerdings sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Ein Buch, das sehr schwer zu verstehen ist, das aber nicht wichtig ist, dass man es versteht, weil es eine dichte Atmosphäre schafft von deutscher Vergangenheit. Und von einer deutschen Vergangenheit, die eigentlich, und das ist das Fesselndste für mich am Buch, eine vergiftete Industrielandschaft und eine vergiftete politische und gesellschaftliche Landschaft in eins sieht. Das ist so Bitterfeld mit Nazi, mit Stasi-Vergangenheit. Und dadurch wird das eine sehr beklemmende und bedrängende Prosa, der man ihre Rätsel nicht übel nimmt, sondern in deren Rätsel man sich verläuft. Sie sind ziemlich begeistert, Sie auch? Also ich meine, dass dieses Buch wenigstens authentisch ist. Das, was ich dem Delius ankreide, ist die Inauthentizität. Mhm. Ja, und Sie finden es authentisch? Ja. Und Sie finden es auch authentisch? Ich finde es sehr gut geschrieben. Ich kann Ihnen einige Zitate nennen. Aber? Ich polemisiere eher gegen Herrn Karasek. Ein Buch, von dem es heißt, es kommt nicht so darauf an, dass ich es verstehe. Ja, davor habe ich Angst. Die Atmosphäre der deutschen Geschichte, das widerstrebt mir. Die deutsche Geschichte ist etwas, das man verstehen sollte. Mhm. Und wo man sich nicht zufrieden gibt, zu sagen, das ist die Industrielandschaft und das ist DDR. Und dazu kommt natürlich hinzu das Schlüsselwort Rampe auf Seite 3, das an Auschwitz denken lässt, die deportierten Tiere auf Seite 100 etwa. Es kommt mir so viel zusammen mit, und ich muss sagen, mit einer ungeheuren dichterischen Intensität und einer sehr starken Sprache. Mhm. Aber ich will meine Vernunft der deutschen Geschichte gegenüber nicht ganz. Da haben Sie mich überzeugt. Ich glaube, ich bin nicht von diesem Buch hingerissen, durchaus nicht. Ich glaube, dass hier deutsche Realität poetisiert wird. Und das ist etwas ziemlich Gefährliches. Natürlich verfügt der Autor über eine starke Sprache, gar kein Zweifel. Aber er poetisiert diese ganze Realität und er operiert unentwegt mit Symbolen. Jeder Schuppen, der da steht, ist schrecklich und hässlich und bricht zusammen. Und dann ist es wohl ein Symbol der DDR oder vielleicht auch nicht oder Deutschland überhaupt. Es ist aber gleichzeitig ein Foto natürlich. Ja, wenn Sie sich die DDR um Bitterfeld herum angucken, natürlich werden Sie das so sehen. Natürlich sind sehr viele reale, wirkliche Elemente drin und das ist ja autobiografisch ganz klar. Dennoch habe ich viele Bedenken. Ich kann auch nicht verstehen, dass die deutsche Literaturkritik, 7 Kritiken habe ich heute gelesen dieses Buches, von 7 Kritikern sind 6 vor dem Buch auf die Knie gefallen und bewundern es als ein Meisterwerk der Literatur. Keiner ist da gewesen, der gesagt hat, nein, das ist im Grunde genommen eine etwas gar zu geschwätzige Poetisierung der deutschen Vergangenheit. Geschwätzig, 90 Seiten, glaube ich. Ja, dennoch ist meines unerhört adjektivreich. Oh Gott, aber wir müssen. Das Buch schreit nach einem Verriss durch Reichernitzky. Das will ich nicht sagen, aber ich will es auch nicht ausschließen. Aber eins muss ich ausschließen, dass wir jetzt weiterreden. Denn unsere Zeit ist vergangen und nie war so berechtigt der Spruch wie heute. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Applaus
Thank you.